Okay, es geht weiter. Ja, ich habe letzte Folge einmal meine Folge ausgemacht, was ihr jetzt wahrscheinlich 2 Tage später hört und euch denkt, danke du. Also Kay hatte gerade gesagt, bevor der, also vor der Session, dass sie jetzt irgendwie breeden, das heißt, sie haben Tiere. Heißt, dass sie vielleicht auch mehr Tiere tamen. Heißt, dass wir nachher vielleicht mal vor ihrer Base ein bisschen rumlungern, wie die halt beim Tamen wieder erwischen könnten, potenziell. Ah, ja. Hab ich Ja, mir ist doch so eigentlich gedacht. ganz cool. Also, Ich würde ja. jetzt trotzdem gerade schnell einmal ein bisschen Mittel holen. Ja. Einfach fürs gute Gewissen so. Also, ich möchte halt einfach nicht eines Tages zu Hause stehen und kein Mittel mehr haben. Das finde ich irgendwie kacke. Das ist genauso, wie wenn man irgendwie zu Hause steht und nichts mehr zu essen hat und es ist 23 Uhr. Und man ist abgefuckt. Nur nicht ganz so scheiße. Ja. Mach du. Irgendwie erwische ich immer nur 3 von 4 Toren, aber Ah, auch naja, ist mir eigentlich egal. auch egal. Naja, ich meine, wenn man die schon alle hat. Manchmal frage ich mich, ob es funktionieren würde, wenn wir einen Wolf oder 2 Wölfe auf Follow mitnehmen würden. Also wahrscheinlich besser als früher, aber immer noch nicht richtig gut. Also heißt, ich glaube, man könnte es schon machen. Ja, Problem sind halt Duties und so. Und Aber ich also denke, dass man sie schon auch verlieren kann. Also. ja, also definitiv ja, aber die Situation, wenn du einen Gegner findest und 2 Wölfe mehr dabei hast, dann musst du entweder fliehen oder wird ziemlich safe sterben. Weil dann, Ja. also selbst wenn er uns bullert, dann greifen ihn halt immer noch wahrscheinlich 12, also mindestens 2 Wölfe an. Oder 3 Ja. wahrscheinlich. Ja, also ich denke auch. Die Frage ist halt nur, ob das halt. Also eigentlich sind wir ja mit unseren Wölfen im Moment im Open eh schon Hier ziemlich ist ein krass am wildes Start. Rudel. Ja, okay, dann beißen wir die mal kurz weg. Mal, ich heul mal kurz. Okay. Ja, dann klöppeln wir einmal hier unten. Ah, okay, gut, die kommen eh zu uns. Alter. Lol, Die waren er gar war nicht mal so low. 53. Ja, ich meine, aber wir fangen wahrscheinlich trotzdem nicht an, Frische zu tamen. Ja, also nach 2 Brocken ist mein Wolf eigentlich eh halbwegs voll. Ja, meine Ah, ich auch. höre Ich irgendwo muss ein von zwei. Duty. Oh ja. Oh. Wie close ist der? Nicht so, dass er kommt. Okay. Da siehst du noch irgendwo einen? Also einen Brocken? Ja, nee, wenn dann weiter hinten. Also ich habe jetzt so knapp 500. Ich habe halt nur 3. Hier ist noch einer. Ja, dann gönnen wir uns den noch und dann ist auch wieder gut. Ja. Ich meine, wir müssen ja nicht unendlich viel Metal zu Hause haben, aber ich hätte halt gerne einfach immer so 200, 300 am Start, dass man halt einfach sein Zeug reparieren kann. Ich habe jetzt halt so 400 bei. Ja, das passt ja. Das sind dann zusammengeschmolzen, irgendwie so 250 oder so. Wir haben ja auch noch 100 irgendwas. Hast Was du nicht machen wir 500 damit? bei? Ja, also 475 so. Na gut, Ja, nee, dann sind dann es sind ja es sogar fast 400 500. irgendwas, ja. Okay, ja. Ja, doch, das geht eigentlich echt klar. Ich weiß gar nicht, ob ich vorher halt das noch gesagt habe, aber ich glaube halt, dass im Moment die ganzen Gegner ohnehin eigentlich schon keinen Bock haben, gegen uns zu fighten. Und ich denke mal, wenn wir jetzt noch Wölfe im Schlepptau hätten, dann wäre halt klar, dass jeder eigentlich einfach einen Abgang macht. Ja, nicht unbedingt. Es gibt halt auch immer Situationen, wo der Gegner halt entweder kämpfen muss oder wenn er zum Beispiel ein Tier liegen hat. Ich glaube aber, also ich persönlich würde halt mein Tier aufgeben, anstatt zu sterben. Also. Ja, ich auch halt, aber Kay und Skamik haben sie ja auch nicht gemacht. Ne? Also die sind halt, die haben Aber ja ihr sagen wir Megatherium mal so, versucht zu man muss halt beschützen. vielleicht auch sagen,
sie hatten halt davor einen Fight gegen zwei Rexit, während sie am Tame waren, gewonnen. Also, ich weiß jetzt zwar nicht genau wie und also, vielleicht war das halt auch in irgendeiner Art und Weise sehr zugunsten für sie, aber ja, ich weiß nicht, also vielleicht haben sie sich halt einfach auch gedacht, ja, das machen wir. Aber meinten die nicht gerade, dass Huni rumgestanden hat und irgendwie mit F in sein Inventar? Ja, also er hat halt versucht, irgendwie in seinen Inf zu kommen und ist halt dabei dann anscheinend gesniped worden. Aber ich meine, du versuchst ja nicht in deinen Inf zu kommen, wenn deine Rüstung noch heile ist. Also, sie werden ihn schon vorher auch gut angehittet haben. Kann sein, ja. Ach so, ja, nee, was ich mich gefragt hatte, ist, ob die halt. Also, sie haben schon gefightet oder was ich dachte, haben die einfach weggesniped. Nur, dass sie ja gar nicht wussten, dass die da sind. Also, ja, gut, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Vielleicht war das auch so. Also, ich hatte das halt schon so verstanden, dass die da irgendwie daherkamen. Und dass man sich dann halt irgendwie gekloppt hat. Weil, also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt was am Tamen wäre, würde ich halt auch nicht zwei Leute mit Rexen angreifen, die in der Nähe rumeiern, aber. Ja, keine Ahnung, ne? Ja, keine Ahnung. Ich habe das restliche Metal bei dir noch rausgenommen. Ja. Also ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass zumindest Kay und Scumbag, also dass die jetzt vorsichtig sind mittlerweile. Ja. Bei den anderen, Michael und Tony mit den Rexen können sie es halt einfach wagen, weil, ja, keine Ahnung. Die halt. Aber ich glaube, wir müssen halt einfach mal wirklich ein bisschen verstärkt versuchen, die da runter zu snipen. Also wir haben ihnen ja letztes Mal schon Schaden gemacht, so wir müssen einfach nur mal sagen, okay, wir gehen einen fokussen und dann schießen wir halt wirklich beide einfach mal auf den. Und sobald er halt mal stehen bleiben muss, um irgendwie seine Rüstung zu wechseln oder irgend so ein Scheiß, müssen wir halt einfach sofort am Start sein. Mhm. Und dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass wir die halt vielleicht auch down kriegen. Halt die Frage, ob wir vielleicht sogar auch einen Rex down kriegen, wenn die halt. Also, wenn wir es halt schaffen, einen so angreifen zu können, dass der andere halt nicht sofort dazukommen kann. So. Die werden mal weiter absteigen. Ja, und wie ich immer ein Tor nicht erwische. Egal. So. Du bist jetzt. Du bist Rudelführer? Nee, du auch, also. Okay. Ja, aber du bist ja immer noch. Ja, 8 Level höher. Liegt's nur an dem Level oder liegt's irgendwie auch ja, an ja, der... Ja, doch, schon auch am Level. Oder so, eigentlich glaube ich nur am Level. Okay, ja. Also, es war zumindest früher immer so, also ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile vielleicht auch geändert hätte oder so. Ja, ich weiß nicht, haben wir mal die übliche Richtung oder wollen wir vielleicht da hinten nochmal gucken, ob jemand was timet? Ja, das weil beliebt machen, ist es halt schon. Und ich finde auch, dass wir halt, auch wenn ich mal irgendwann meinte, glaube ich, dass wir vermehrt auf Huni und Michael gehen sollten, glaube ich mittlerweile, dass wir das lassen sollten, weil es halt einfach sinnlos ist, die anzugreifen, wenn die halt am wenigsten Leben haben. Wir müssen halt so am ehesten müssten wir eigentlich Gato und Nogga angreifen. Ja. Halt blöd ist halt, weil die halt eine safe Base haben. Ja, halt es ist rausgehen. Halt einfach die Frage, also ich hatte ja in einer Folge mal so ein bisschen gefragt, dass die Leute mir halt spoilerfrei einfach mal sagen, ob die aus ihrer Base rausgehen oder nicht. Und das Ding war halt so, sie machen es schon, aber sie gehen nicht weit von ihrer Base weg. Und wenn sie mal ein bisschen weiter weggehen, dann halt irgendwie nur kurz. Und also im Prinzip muss man halt schon mal sagen, sind sie halt schon vom Playstyle her ziemliche Stubenhocker, würde ich jetzt da einfach mal rausschließen, so. Okay, die Spikes davon sind auch, von uns. Und dann ist halt die Frage, ja, will man, also weiß nicht, wie will man die angreifen? Also, wenn sie direkt vor ihrer Base sind und ganz klar im Nachteil, dann werden sie halt einfach abhauen. Und wenn sie nicht ganz klar im Nachteil sind, dann sind es halt wir, also. Ja. Ja, die müssen halt einfach irgendwann mal was machen. Ja, vielleicht wollen sie auch mal eine Base angreifen. Also, man macht sich ja Brontos nicht umsonst. Wenn wir eigentlich wieder gehen, Öl ist da. Ja. Also, ich glaube, noch weiter hinten wird keiner was tamen. Also, kann natürlich sein, aber. Ich denke, die Chance ist halt in der Gegend am höchsten und dann.
Eigentlich müsste man in Ark of Small mal irgendwie so das Turret, also die Turret in Range stark hochstellen und mal Turrets in Range auf 20 limitieren oder meinetwegen 15 oder so, damit mal irgendwie tatsächlich Basen angegriffen werden. Ja, schon. Aber also ich finde halt, wenn ich ehrlich bin, dass es halt einfach unnötig ist, Basen anzugreifen, weil man will ja einen Wettbewerb haben. Und wenn ich jemanden raide, dann werfe ich den halt so weit zurück, dass er im Grunde fast nur noch ein Opfer ist. Ja, stimmt schon. Da bräuchte man fast sowas wie Raid-Schutz oder so. Und ich meine, da kann man es halt auch gleich lassen mit dem Raiden eigentlich. So, das würde halt voll reichen. Es wären halt interessante Folgen, also der Raid halt selber. Aber danach wird es halt dafür richtig scheiße bei dem, der geraidet wurde. Es ist halt auch, also ich finde auch ein Raid an sich ist nicht spaßig zu gucken, weil, also wenn die halt einfach mit unglaublich viel Fleischmenge in die Pflanzen reinrennen, was ist daran halt lustig zu sehen, so, oder gut zu sehen. Ja, also klar, wenn, dann müsste das schon irgendwie so mit ein bisschen Taktik und so ein Scheiß sein. Stamina Wagon. Jo. Wie lange Stamina Wagon dauert. Alter, oh mein Gott, ey, man hört halt bei mir einfach, während ich nichts sage, meine PC-Lüfter. Ich glaube, ich muss gerade noch mal ein bisschen was an meinem Noise Gate machen, das ist ja grauenvoll. Ach, hiernach sind 5 Minuten Pause, hast du ja kurz Zeit. Ja, ich habe jetzt gerade kurz im Raustaben mal schnell ein bisschen was umgestellt. Sehe ja dann gleich, ob es hinhaut oder nicht. Okay, ja, das ist schon besser. Alter, Finne, ey. Ja, keine Ahnung, wollen wir überhaupt bei Mark und Toni vorbeigehen oder wollen wir die einfach direkt ignorieren oder? Naja, sagen wir mal so, also wir müssen ja jetzt nicht unbedingt zu ihrer Base hoch, ich würde halt einfach mal außen rumlatschen. Haben wir die Forges angemacht, ja, oder? Ja. Das ist ein bisschen, als wenn man in Urlaub fährt und sich fragt, wer hat anders. Aber den Ofen, ja, genau, nur andersrum. Ja. Ja, ich glaube, ich würde einfach mal unterhalb hier entlang gehen, dann kommen wir nämlich auch unter Kay und Scumbag vorbei, oh. Vielleicht sind die ja da auch am Tamen. Warte kurz, Gott, ja, gerade hat es geleckt und dann stand ich im Baum. Nice. Das ist dann quasi richtige Holzleitung. Ja, eigentlich nicht mal. Also ja, den Joke habe ich schon verstanden. Naja, aber, also er war nicht gut, so, aber... keine Ahnung. Wer hat denn hier einfach so ein Boot? Okay. Wobei, ich glaube, das Boot gibt's auch schon länger. Ach so, ja. Wir können hier noch ein Stück weiterlaufen, aber wir sollten halt gucken, dass wir vielleicht nicht so offensiv unter Case Brücke durchlaufen. Weil, ja, wenn der Parasaurus uns detected, dann können die uns halt potenziell schon hinterher snipen. Ja, wenn sie da einen fokussen, dann haben sie auch gar nicht mal so schlechte Chancen. Ja. Haben wir doch beide kein Medical bei. Also man muss schon sagen, Medical hat es halt schon gebracht, in dem Fight halt, also den wir mit Kay da hatten. Also da hatte ich ihn einmal richtig hart low geschossen. Und er hat sich halt schon wieder hochgemeddet, auf halt über Hälfte auf jeden Fall. Ja, auch damals in dem Kampf gegen Nogger und Gato halt, als du vom Wolf gefressen wurdest, vom Wilden. Hast du da halt Medical gehabt, hätte ich dich noch retten können. Vermutlich. Also wir gehen jetzt einfach schon weit außen lang, oder? Ja. Krass, wie hoch deren scheiß Türme da sind. Genau, ich muss halt demnächst mal Stamina Wagon, aber hier dran vorbeikommen war noch, glaube ich. Okay, ja. Ich gehe mal hier rechts hoch. Zwecks der Übersicht. Ja, also, wenn ich da die Base oben schon sehe, also, die werden wir halt niemals angreifen. Da würde ich halt auch nicht mit 10 Waxen angreifen, einfach weil es halt
Das ist halt einfach unnötig. Ja. Ist so für ein Also außer Leben man und will einen 10 Lootbeutel. Rexe verlieren, so. Ja, genau, ja. Ja, warte mal. Da drüben Das ist ein steht Haus. irgendwas, ja. Rockefellers, hä? Das check ich nicht. Verlassene Bude, oder? Sicher, dass die da schon immer stand. Also, wir waren doch hier schon mal, wo wir gerade stehen. Kommt man denn da hin? Tja, gute Frage. Sieht aus, ob man da nur per Grappling Hook hinkommt. Vielleicht von der anderen Seite kann man ja mal gucken gehen. Wäre jetzt Ja. eh, also wegen der Scheiße würde ich jetzt eh nichts mit den Regeln oder so sagen, aber Ja. würde mich halt wundern, Es wäre warum halt hier auch oben einer vielleicht haupt. einmal ein interessanter Spot, also wenn man halt nur mega scheiße hochkommt oder so. Ja, aber gut. Ich denke mal, es wird einfach alt sein, weil die Tür war halt auf jeden Fall offen. Ja, weil wir hier gerade wieder am Teri-Spawn vorbeikommen, also man kann Teris halt nicht tamen für die Leute, die mal irgendwie letzte Folge in den Comments gefragt hatten. Oder, also ja, mittlerweile ist es nicht mehr letzte Folge, sondern vor ein paar Folgen, aber ja, also keine Ahnung, wäre halt auch ziemlich krass so. Ja. Genauso wie Yuti halt, oder? Das wäre halt auch komplett broken. Ja. Also, das ist natürlich immer so das Problem. Also, klar, vielleicht sind jetzt unsere Wölfe im Moment krass, aber sind sie halt auch wieder nur, wenn man halt andere Sachen wieder deaktiviert hat. Ja, gut, hier kommt man ganz easy hoch. Ist hier Ja. links, ne? Ja, wollen wir einfach trotzdem mal gucken gehen? Ja, können wir machen. Ich glaube halt, wir waren hier einfach noch nie und haben es einfach übersehen. Also hier oben, glaube ich, waren wir wirklich noch nie, aber auf dem anderen Vorsprung von dem aus, wie wir das gerade gesehen hatten, da waren wir eigentlich schon mal. Ja, also da stehen halt Schränke drin, aber gesprengt halt irgendwie. Ich denke, es wird verlassen sein. Ja, Nein, ich komm, gehe einfach scheiß mal kurz, drauf. warte, Oder ja, mal okay. kurz, ich gehe einfach mal die Schränke gucken. Ah. Ja, leer oder halt Müll drin. Okay. Ja, keine Ahnung, gehen wir den anderen Strand wieder zurück und. Wie lange geht die Folge noch? 3 Minuten ungefähr. Alles klar, vollkommene Eskalation, ja. Dann gehen wir halt kurz mal bei Michael und so gucken. Und dann können wir halt nächste Folge vielleicht zu Gato gehen, noch in der Gegend da gucken. Hier wurde was gedroppt. Schau mal Die. schnell, wie alt. Von einem Rex gedroppt. Sind 3 Minuten irgendwas, also. Ja, Naja, die warte, liegen schon seit ein paar hilf Minuten. mir. Ja, wir müssen die fighten. Ja, ist kein Ding. Lass die Wölfe mal fokussen so. Und dann die Schweine. Alter, die healen sich alle gegenseitig direkt mal das Fokussen, was low ist. Alter, diese Drecksviecher, diese verdammten. Aber dein Wolf hat noch gut Leben, oder? Ja, schon. Also ich bin auf 2,7. Also eigentlich geht's ihm sogar noch ziemlich gut, aber. Ich bin Es auf dauert halt immer 2000 ewig. runter. Wollen wir uns einfach kurz mal irgendwo hinstellen und nochmal hochfeeden? Ja. Wenn halt hier gerade ein Rex lang gekommen ist, dann kann der eigentlich nur in zwei Richtungen gegangen sein. Ja, der wird zu Entweder. Michael und Huni gegangen sein, weil das wären Michael und Huni gewesen sein, oder? Warte mal, was war denn der für ein Level? Gerade gar nicht geschaut. 97 nur. Keine Ahnung, ich weiß aber nicht, was sie für Rexe haben vom Level. Gut, vielleicht waren das auch so Rexy, die man einfach angelevelt hat, damit die nicht ganz low in der Base stehen. Ja, ich weiß nicht, wollen wir dann doch mal gerade kurz hier hoch? Ja. Können wir machen. Oben steht da ein Schild? Habe ich einen Schaden? Ne, das ist eine Pflanze auf einem Pillar, oder? Oh, lol. Ja. Liegt was Totes. So ein Archie, ich denke mal, da sind die lang gelaufen, auf jeden Fall.
Aber ja, ist halt die Frage, ob sie wieder nach Hause sind zum Folgenende oder auf der anderen Seite wieder runter. Ja, können wir hier mal gucken kurz unten. Wir brauchen halt nicht hochgehen, die haben halt Pflanzen und Rexe. Ja, stimmt. Wäre halt, ja, maximal für Scouten halt. Ja, also nachdem wir die Base eigentlich eh nicht angreifen wollen, können wir das auch lassen. Ja, was heißt wollen? Ich würde halt auch einfach sagen, wir können es nicht und wir werden es nie effektiv können. Ja, so richtig nicht. Lol, wie krass der Dödi da aussieht. Ja, sieht dann so aus, als ob wir zu Gato gehen. Ja. Wollen wir jetzt zwischen den Folgen... Ja, obwohl, eigentlich müssen wir auch nicht nach Hause. Ja, nö. Ich würde gern kurz... Ah ja, okay, jetzt ist eh Pause. Gut. Ja, gut. Ich bin mal kurz weg, ne? Ja, same. Ich muss auch ziemlich dringend auf Klo. Also gut, dann bis nächste Folge, Leute. Weiter rein.